Hey, Mann, was ist draußen? Ich bin's Jan von Buddies United und endlich ist es soweit. Magitex Extra liegt hier vor mir auf meinem Tisch. Der Erstverkaufstag ist zwar erst morgen, aber ich konnte bereits meine Hände an das Starterpack und an 4 Blisterpacks bekommen. Mindestens ein Blisterpack werde ich auch noch heute öffnen, also heute mehrere Uploads. Darauf könnt ihr euch freuen. Und checkt auf jeden Fall unseren Kanal aus und abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Da werden viele Magic Extra Videos in den nächsten Tagen kommen. Ebenfalls Display Openings, Pack Openings, Buddies United Bundesliga mit Magic Extra. Ja, und ich würde sagen, heute beginnen wir jetzt erstmal mit dem Starter Pack. Und zwar, ja, jetzt sind die Blister runtergefallen, aber ist egal. Und zwar arbeite ich, wie gesagt, hier das Starter Pack. Hier oben steht's, erste und zweite Bundesliga vertreten, Magic Extra Starter Pack 17-18. Der Preis steht hier hinten, 8,99 € von Tops. Und hier das Ganze nochmal, von vorne sieht das so aus. Da haben wir bereits ein paar Karten, Auswärtstrikotkarte, Dominik Heinz, Augustinsson als Nationalspielerkarte und die Ibisevic als Torkarte. Das sind einige neue Extrakarten, die es geben wird. Hier im Starterpack gibt es eine Sammelmappe, 11 Magic-Karten, XXL-Poster mit Spielfeld, Rückrunden und Rückrundenspielplan. Und es gibt eine exklusive limitierte Auflage und zwar von Kevin Volland. Von hinten sieht das Ganze so aus, aber das werden wir uns anschauen, wenn ich das Ganze hier geöffnet habe. Und ich würde sagen, wir reißen es einfach hier unten auf. Und da fällt die Hälfte schon wieder raus, natürlich. Stelle ich mich hier an, als ob ich zum ersten Mal hier diese Sachen öffnen, so Sachen öffnen würde. Wir haben ein Kartenpäckchen, das werden wir als letztes öffnen. In meinem Infovideo habe ich ja bereits gesagt, dass es 11 Karten geben wird, was ich eigentlich schon mal ganz gut finde, besser als 5 oder so, wie es in den letzten Jahren, glaube ich, war. Da haben wir hier erstmal die Rückseite für das Album. Also, es gibt nämlich, wie bei den Champions League Magitex, sozusagen, da hieß der Hero Pack, hier heißen sie, glaube ich, Super Packs. Ja, hier neue Superpäckchen in jeder Box. Und zwar gibt es in jeder, jedem dieser Superpacks 4 Glitzerkarten plus eine Limi. Und die Limis sind entweder Bastian Oczypka, Camacho oder Kimmich. Und man hat irgendwie, bekommt man noch einen Code, um beim Gewinnspiel teilzunehmen, wo man Lars Stindl treffen kann. Jo, also. Deswegen Displayboxen werden wir auch noch öffnen. Hier die limitierten Karten, das... Ich weiß gar nicht, gab es das schon mal, dass limitierten Karten auf der Checkliste standen? Hier die R28, Volland, dann 29, 30 und 31 sind die aus den Blisterpacks, die werden wir also dann später auch sehen. Dann Kimmich, Oczypka und Camacho aus den Päckchen und dann noch Bravo Sport, einmal Jahrstein und David Abraham von Hertha und Eintracht Frankfurt. Und das sind hier die Termine, 22, 2. und 8. 3. Jo, also... Hier sehen Sie, sind Sie auch zu sehen, Jahrstein 92 und Abraham 81 und hier sind noch ein paar andere Limis. Also als Eintracht-Fan freut uns das natürlich mit den David Abraham. Dann haben wir hier natürlich eine Sammelmappe, die ist ganz normal. Wir schauen mal, was für eine Art von Sammelmappe ist. Andersrum. Oh, das ist ganz, ganz interessant. Und zwar wisst ihr ja, warte, jetzt muss ich mein anderes Heft holen. So Leute, das ist die normale Sammelmappe, hier von uns natürlich richtig voll. Und da war es ja so, dass zum ersten Mal die Karten von der Seite reingemacht werden konnten. Aber bei Magitex Extra ist anscheinend so, dass es wieder von oben geht. Hier seht ihr, oben ist es offen. Aber wenn ich mir jetzt die Sachen, die Alben im Vergleich und sehe, irgendwie muss ich sagen, wirkt das hier, das alte, das normale, irgendwie besser als das neue auf den ersten Blick. Weil hier, wenn ihr seht, diese Trennung zwischen den einzelnen Karten ist richtig dick und sticht auch raus und ist richtig... Ah, das gefällt mir irgendwie nicht so gut. Mal schauen, wie es dann... ist, wenn man viele Karten drin hat, vielleicht ist es dann besser. Aber ich finde auf jeden Fall die Entscheidung von Tops interessant, dass sie das wieder zurückmachen. Also entweder das ist nicht so gut angekommen wie gedacht oder
das ist ja jetzt wahrscheinlich ein deutlich dünneres Album, dass sie, sage ich mal, die dünneren Alben nicht so produzieren. Ah, ich glaube, es ist einfach so, dass Tops, also viele von euch haben ja auch gemeint, dass sie es nicht so cool finden. Ich fand es auch ein bisschen überraschend erstmal, aber jetzt nicht unbedingt so super schlecht, auch wenn die Karten schon oft, wenn man hier so durchblättert, hier nach unten rutschen, also hier so reinrutschen, das ist natürlich nicht so toll. Hier sieht man schon mit dem Augsburg-Logo. Andererseits, wenn man so hochhebt, fallen die Karten halt nicht raus. Ich finde die Entscheidung interessant. Ich finde es interessant zu sehen, dass sie während der Saison das ändern. Es hätte ja auch sein können, dass sie bei den Extras wieder das Gleiche machen oder nächste Saison anders. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine News, die mich überrascht. Und ja, dann haben wir also das hier. Dann haben wir noch das Deckblatt. Da sind folgende Spiele drauf. Timo Werner, den gibt es als Matchwinner. Goretzka, Club 100. Ein Robin, Uth, Zulu und Hahn. Dann erste Bundesliga, zweite Bundesliga. Dann hier, das finde ich nice gemacht. Diese ganzen Logos. Von der ersten Liga und von der zweiten Liga. Von der zweiten Liga gibt es ja einige Hattrick-Helden auch. Das ist die Checkliste. Also 3 pro Team. Dann Auswärtstrikotkarten, Duokarten, zweite Bundesliga-Clubkarten, zweite Bundesliga-Karten. Da gibt es eine weitere. Kann das sein? Eine Clubkarte und eine weitere Karte, okay. Dann gibt es noch Nationalspielerkarten, Torkarten, Matchwinnerkarten und Club 100. Die habe ich euch ja bei Instagram schon gezeigt. Hattrick-Karten, Trikotkarten. Okay, also anscheinend die Trikots der Teams finde ich persönlich richtig nice. Gab es ja mal irgendwann, glaube ich mal im Adventskalender. Und 2 neue Taktikkarten mit Verletzung und Ballbesitz. Aber das mit der zweiten Liga finde ich ein bisschen komisch und nicht so schön. Es gibt anscheinend, jetzt wie das auf den ersten Blick aussieht, 2 Karten der zweiten Liga-Clubs pro Team. Und zwar einmal das Club-Logo und einmal eine weitere Karte. Was für mich aber keinen Sinn macht fürs Album. Sonst war es ja immer so, dass es 2 Spieler waren und eine Teamkarte. Da hat man immer schön hier eine Dreierreihe für jedes Team gehabt. Jetzt hat man 2. Hä, das ist ja richtig. Jetzt sieht es anscheinend so aus, dass man hier einmal eine Doppelseite Logos hat und dann noch Doppelseite Spieler. Naja, ist okay, aber ich sag mal so, wenn man dann hier fett draufschreibt, dass es eine zweite Liga gibt und dann hat man einen Spieler pro Club, naja, ich schätze mal besser als keiner, der Fokus soll ja auch weiter auf der ersten Liga liegen, aber die 18 Karten mehr hätten jetzt glaube ich auch nicht geschadet und ja, also das war's damit, dann haben wir hier dieses Poster. Was ich auch cool finde. Und zwar haben wir hier erstmal die ganzen restlichen Spieltage. Oben wieder ein paar Spieler mit Kajubi, Vogt, Sörensen, Sabitzer, Mitchell-Weiser und Andreas Beck. Dann haben wir hier wieder die Club-Logos und dann hier Spielplan für die Rückrunde mit zum selber eintragen. Finde ich persönlich richtig nice. Kann man sich auch schön an die Wand hängen hier. Und das sieht auch alles ganz schön designt aus. Deutscher Fußballmeister, Supercup, Heim und Rück. Okay, und auf der anderen Seite hat man einmal ein Spielfeld, was ich, naja, das ist jetzt aber auch nur obligatorisch hier, dieses Spielfeld. Das kann man praktisch nicht benutzen, ganz ehrlich. Dann würde ich lieber gar kein Spielfeld benutzen. Aber dann nochmal die Spielregeln, für die, die es immer noch nicht wissen, wie es geht. Finde ich aber angebracht, dass die immer in Starterpacks drin sind. Auch wenn die meisten von uns wahrscheinlich die kennen, dann werden hier nochmal die verschiedenen Kartentypen hergestellt. Und das will ich mir jetzt auch extra nochmal ein bisschen genauer angucken, weil, ja, damit ich weiß, was auf uns zukommt. Einmal die Torkarten, vielleicht sind die nämlich hier auch ein bisschen besser erklärt. Welches Tor ist dein Favorit? Das sind also anscheinend die besten Tore der Vorrunde oder so gemacht. Mit seinem 1-0 im Spiel gegen Borussia Dortmund erzielt Arjen Robben bereits sein 93. Bundesliga-Tor und ebnete den Weg für den Sieg des FC Bayern München in diesem Klassiker. Diese und viele weitere wichtige Tore kannst du mit den Torkarten sammeln. Also wichtige Tore, schöne Tore sind mit diesen Torkarten da auch 1 pro Team.
Nationalspieler. Findest du die 18 Nationalspieler, die neben ihrem Club auch für ihre Heimat dann auf dem Platz stehen? Darunter ist auch John Anthony Brooks, der durch seine starken Leistungen in der Bundesliga bereits im Alter von 20 Jahren sein Debüt im Nationaltrikot feierte. Okay, ich dachte, diese Nationalspielerkarten wären so im Hinblick auf die WM gewesen, aber naja, John Anthony Brooks ist ja bekanntlich nicht mit den USA bei der WM dabei. Also ich glaube, Wolfsburg hat auf jeden Fall irgendeinen WM-Spieler, oder? Kann aber auch sein, dass sie keinen anderen haben. Ich hoffe, dass die meisten Spieler von diesen Nationalspielkarten bei der WM dabei sind. Aber dann zweite Bundesliga, in den Päckchen findest du einige der besten Spieler der zweiten Liga, wie Ruben Hennings, Marvin Matip und Marc Schnatterer. Findest du auch die glitzernden Clubkarten der zweiten Bundesliga mit Infos der Clubgeschichte in der zweiten Bundesliga und Match-Attacks. Also hier wie auch bei den normalen Match-Attacks. Und hier ein paar Spieler. Dann haben wir Hattrick-Helden. 7 Spieler haben in den ersten 11 Spieltagen einen Hattrick in der Bundesliga oder zweiten Bundesliga erzielt. Alle bekommen daher eine besondere Karte in Matchday Extra. Findest du mit einer dieser Karten ein Duell gewinnen, ziehst du gleich 3 Tore. Also, hier steht's. Ersten 11 Spieltage. Das heißt, Spieltage 12 bis 17 haben nicht mehr gezählt, was ich schade finde. Natürlich, es muss irgendeinen Redaktionsschluss geben, aber ich finde sowas schade. Ich fände es geil, wenn Tops zum Beispiel auch nochmal welche nachproduziert für, ich glaube, Kruse ist auf jeden Fall einer, der danach nochmal einen Hattrick gemacht hat und für den Bogason hat er dann einen zweiten gemacht. Ich fände es cool, wenn die beiden, zum Beispiel für den Bogason noch mit einem anderen Bild oder zumindest Kruse nachproduzieren würden und dann irgendwie bei Bravo Sport oder so reinmachen würden. Das haben sie in England teilweise gemacht. Ich fände es cool, wenn sie das noch machen würden. Ja, ein Match bei Club 100 Karten. Also, Club 100 wissen wir bereits, Leon Goretzka und Julian Brandt und weitere Matchwinner, ein pro Club. Und es gibt Duo-Karten, okay, das habe ich eben gar nicht gelesen. Wo stand das denn? Ah, doch, Duo-Karten, ja. Jeder Club hat ein super Duo, zum Beispiel das Kreativduo Hand und Kostic vom HSV, zwei bärenstarke Verteidiger wie Boateng und Hummels von Bayern und ein super Mittelfeldduo wie Schwegler und Bakalotz. Fun Fact: beide Ex-Frankfurter. Und dann Auswärtstrikotkarten, gibt es ein besseres Gefühl, als durch ein Auswärtstrikot 3 Punkte mit nach Hause zu nehmen? Wenn du mit einer der Auswärtstrikotkarten ein Duell gewinnst, erzielst du gleich 2 Tore. Hier sind Bartra und Muto. Und dann limitierte Karten im Starterback, im Miss Blister, in den Päckchen und der Bravo Sport. Und da sind nochmal die L35 und 36, Hertha und Frankfurt, Jahrstein und Abraham. Also, jetzt haben wir genug Infos gesammelt. Und jetzt können wir endlich zu den Karten fortschreiten. Hier ein kleines Pack. Dann haben wir von vorne, richtig nice, Kevin Volland von Leverkusen, 83 Angriff, die L28. Also wie gewohnt eine Limi. Und dann haben wir noch 10 Basiskarten. Oh, es sind sogar Special-Karten drin, nice. Als erstes hier Steven Sripski, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, was ich auch cool finde, hier also das zweite Bundesliga-Logo auf den Karten vorne drauf, von Union Berlin und von hinten dann natürlich auch Union Berlin. Dann hier 2 Berliner, Valentino Lazzaro von Hertha, ich glaube, die haben ja sogar die Kaufoption von ihm gezogen, kommt aus Salzburg, soweit ich weiß. Dann haben wir, aus der Trikotkarte, Naby Keita. 82 Angriff, richtig cool. Ich finde das Auswärtstrikot von Leipzig auch gar nicht schlecht. Auswärtstrikotkarte, also die, aber was ich interessant finde, anders als bei der normalen Serie, sind die Spieler hier mit diesen extra Beschriftungen, habe ich hier eine liegen? Nee. Beschriftungen nicht glänzend. Also auch hier unten das Goldene glänzt nicht wie bei Volland. Bei der normalen Serie, die Starspielkarten, so haben wir ja unten auch so Gold geglänzt. Hier ist es ganz normal, Gold unten. Da haben wir Rezos von Leverkusen. Dann haben wir die erste Trikotkarte und die sehen richtig cool aus. Also, das sind keine richtigen Bilder, sondern mehr sich diese Grafiken, sage ich mal, wie man es aus alten Bundesliga-Sticker-Serien kennt. Aber das finde ich richtig, richtig nice. Die Heimtrikots der Bundesliga-Clubs in der Magic Extra-Serie richtig cool gemacht von Tops. Und auch der Hintergrund gefällt mir sehr, sehr gut. Also hier haben wir den FC Bayern, von hinten sieht das Ganze dann so aus, der ganze Kader ist hier mit drin. Ja, die gefallen mir sehr, sehr gut, sehr, sehr guten Job von Tops, gefällt mir sehr, sehr gut. Dann haben wir Jonatas, Dominik Heinz Auswärtstrikot, Balogun und Bell.
war die Innenverteidiger. Dann haben wir die erste Glitzerkarte, Glanzkarte, und das ist Marc Uth, Torkarte von Hoffenheim, aber die, ich hatte gehofft gehabt, dass sie einen anderen Effekt haben. Die haben hier einen, also ganz schlichten silbernen Glanzeffekt, ist nicht schlecht, aber ich denke, in den letzten Jahren haben wir so viele geile Special-Karten gesehen, egal von Topps oder von Panini oder von anderen Filmen. Da sehen diese Glanzkarten ein bisschen einfach billig aus. Also sie sind auf keinen Fall schlecht, aber sehr, sehr einfacher Effekt, sage ich mal. Und wir haben noch eine Matchwinner-Karte, Waldemar Anton, richtig nice, von Hannover 96. Also, deswegen, das Starter-Pack gefällt mir aber auf jeden Fall gut. Man bekommt hier eine Limit, zwei Special-Karten und ein paar Basiskarten zum Start. Und das soll es auch gewesen sein zum Starter-Pack. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, später kommt dann auch noch ein Blister-Päckchen und in den nächsten Tagen dann auch noch Displays und so weiter. Also seid gespannt, abonniert nicht vergessen, gebt dem Video einen Daumen hoch. Ich habe mich so beeilt, diese Karten zu bekommen, falls ihr die auch vielleicht schon heute bekommen wollt. Ich würde euch Bahnhöfe empfehlen. Das sage ich, glaube ich, jedes Jahr oder jedes Mal, wenn Magics rauskommen, weil die meistens auf jeden Fall spätestens am Erscheinungstag die haben, wenn nicht schon einen Tag früher, und so war es bei mir auch, dass ich die Karten beim Hauptbahnhof in Frankfurt geholt habe, und so sollte es auch meistens sein. Ich glaube, die meisten Bahnhöfe sollten heute bereits diese Karten haben. Also, wenn ihr jetzt gespannt seid auf die Karten, dann los geht's ab zum Hauptbahnhof. Da habe ich die her, falls ihr euch fragt, warum ich die heute schon habe. Und ja, wir sehen uns bald wieder hier bei Vice United. Bis später. Ciao.